The Wandering Village. Wir schauen heute mal rein, was das Game denn so kann. Es gibt gerade ein ganz neues Update und wir gucken einfach mal, was uns hier erwartet. Ich habe noch gar nicht reingeschaut in das Game, also wir testen das Ganze jetzt blind. Wie gerade schon gesagt, es gibt ein neues Biom sozusagen, Ocean Biom, wo wir dann quasi eben auch mit der Village, mit unseren Villagern, ja, und dem, was uns transportiert, übers Meer können. Das heißt, wir gehen einfach mal blind rein, neues Game, Neuling, ohne Tutorial, einfach so rein, direkt rein. Oha. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our vom Style her ja mega, ne? Did we imagine what we would find? Alter. Und da sind wir. Unser Dorf oder noch nicht Dorf, aber hier kann es entstehen. Wir schauen uns um, sie rufen alle, gibt es sowas wie Pause? Sie rufen alle, ja, gibt es. Sie rufen alle nach Wohnung. Das heißt, wir brauchen jetzt natürlich Unterkünfte für unsere Villager. Wir haben hier verschiedene Ressourcen, Holz, Stein, Bäume. Und was haben wir hier? Onbu-Stacheln. Onbu-Stacheln, was auch immer ein Onbu-Stachel ist. Baumstumpf, jawohl. Einfach nur Baum, Baum. Und Felsen. 200 Einheiten. Und hier sehen wir... Ist das vielleicht Onbu? Sind das Stacheln von diesem Onbu? Alter. Die Idee ist so verrückt. Es ist so gut. Es ist so gut. Wir sind... ein kleines Volk, was auf einem riesen Dinosaurier lebt. Ist das abgefahren? Richtig... richtig, richtig cool. Und sehr cute auch vom Style her. Einfach simpel gemacht. Aber mit diesem 3D-Effekt hier auch noch. Voll gut. Also, gucken wir mal rein. Ja, also, dann gehen wir mal rein hier ins Bauen. Wir brauchen natürlich als erstes Hütten. Holz und Stein. Holz und Stein oder einfach nur Holz. Wir haben 200 Nahrung. Wir haben 50 Holz und ein wenig Stein. Kriegen wir Holz- und Steinhütten hin? Das haben wir doch in gleichen Mengen. Das heißt, wir versuchen das doch mal als erstes zu bauen. Oder, nee, Moment, bevor ich hier direkt ins Verschwenderische reingehe. Es gibt ja hier noch sowas wie Lager. Dann brauchen wir natürlich noch Nahrungsmittel. Und das brauchen natürlich auch noch alles Materialien. Also fangen wir vielleicht erstmal an mit der Ressourcenherstellung. Extrahiert Wasser aus der Luft. Okay. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Nahrung, Bärensammler und Bauernhof. Also, wir fangen an mit den Basics. Ich würde sagen, wir machen mal erstmal nur ein Zelt. Platzieren das einfach mal hier, wo so ein bisschen mehr Platz ist vielleicht. Oder machen wir das mal hier so hin. Zack, ein Zelt. Und direkt als nächstes brauchen wir Wasser. Sollte vielleicht auch in der Nähe sein, hier vom... Machen wir das einfach auch einfach mal mittig. Wasser. Und Bärensammler. Gibt es hier, das sind doch bestimmt die Bärenbüsche. Ja, das sind die Bärenbüsche. Und hier auch, das machen wir mal hier hinten hin. Ich hoffe, das geht so. Und hier sind schon so kleine Bäumchen. Die werden doch bestimmt bald größer. Also machen wir das einfach mal hier. Ach, es steht Effizienz dabei. Effizienz 9, Effizienz 22, 31, wenn wir mittendrin sind. Und hier Effizienz 40%. Ich glaube, mehr wird nicht gehen. Weil das ist hier die Reichweite, die Pünktchen drumherum. Das ist natürlich praktisch. Also, das nutzen wir aus. Hatten wir das hier auch? Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, ne? Wasserbrunnen? Nö, hatten wir nicht. Weil das ja aus der Luft genommen wird, random, alles klar. So, und dann brauchen wir noch einen Lagerplatz. Verschiedene Ressourcen, 30 Stück. Machen wir auch einfach nochmal zentral. Und das war's erstmal. Ich mach mal Go.
Die Leute rennen los, schnappen sich sofort das Holz. Perfekt. Und legen sofort los. Als allererstes hier fällen hier einen kleinen Baum. Perfekt. Holen hier schon mal alles. Genau, machen hier die Steine weg. Ach, das ist ja nice. Also das, was im Weg ist, wird automatisch weggemacht. Also ich mag ja den Style, ne? Mega. Dieses Gemalte. Auch hier der Underground jetzt quasi von dem Platz, dass es von den Farben so vermischt wird. Mega gut, ja. Und der erste Wasserdetektor sozusagen, Sammler. Luftbrunnen, das ist ja cool. Okay, wird produziert. Jetzt brauchen wir hier Holz. Die schleppen das ran, automatisch, perfekt. Die Bärensammler. Die Frage ist, wo kriegen wir Beeren her? Ernten. Okay, ich kann denen das einfach sagen. Kann ich auch so machen? Ja! Erntet all den Stein. Und danach die ganzen Bäume. Okay, das vielleicht nicht hier. Kann ich das rückgängig machen? Rechtsklick? Nee. Kann ich das Ernten nicht rückgängig machen? Minus Ernten. Ha, okay. So, jetzt wird erstmal ordentlich Stein gehackt. Jawohl, ey. Ob das ein bisschen zu viel ist? Ich glaube, das ist ein bisschen... Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Die armen Lümmels, ey. Sind sie... Oh, die sind aber flott. Die sind aber dann doch flott. Zack, zack, zack. Das läuft aber gut hier, ey. Das ist auch gar nicht so viel, ne? Wie viel hat so ein fertiger? Da ist nur 3 Steine drin. Okay, das ist ja nichts. Also sind das eher so ein paar Kieselsteine hier. Und es wird, glaube ich, dunkel. Oh, es wird dunkel. Leute, mehr Holz. Und dann schnell noch ein paar Hütten bauen. Und einen Wassertank. Den machen wir direkt daneben. Wassertank. Und... Hier unten ist es... Zelte. Komm, knallhart hier. Knallhart rein in die Zelte. Ich mache das auch richtig schön. Also als ob man sich vorstellen könnte, so, dass das so wie so ein Dorf ist hier. Was haben die denn hier für ein Fähnchen? Nicht genügend Ressourcen verfügbar. Das ist cool, kommt sofort die Meldung. Das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. Es fehlt Holz. Wird aber auch bestimmt doch... Wird auch bestimmt noch gemacht hier. Also abernten, Ressource Holz. Ob die irgendwann automatisch ins Bett gehen? Ah, wait. Genau, Zuweisen von Arbeitern. Okay, es sind schon 2 drin. Wird angestellt, geht dahin und ist dann angestellt. Cool. Und die sind hier schon richtig fleißig. Hart am Malochen. Alter, wie gut, ey. Wie gut, so minimalistisch. Was ist das? 2,5 3D? 2,5 D? Und die hat auch noch Spaß dabei beim Holzhacken. Da freut er sich auch noch. Oh, geil, ey. Ist immer hier schön. Holzhacken. Mega gut, ey. Richtig, richtig gut. So, was hat der... Das sind auch nur 3, ne? Die haben auch nur 3 und der hat 200. Okay, das ist jetzt also mal eine Holzquelle. Und die Leute brauchen aber auch Hütten. Hilft ja alles nichts. Und jetzt ist natürlich die Frage, macht es nicht Sinn auch schon was anderes zu bauen? Silo. Lagert verschiedene Nahrungsmittel für die Dorfbewohner. Ich baue auch nochmal einen Silo. Können wir das rotieren oder drehen? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Okay. Offensichtlich nicht. So, Silo auch noch dahin.
Für die Nahrungsmittel. Dann brauchen wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Lagerplatz. Und wir sagen, das Teil hier... Ne, Stein nicht. Wir machen mal als erstes das hier abernten. Geht das schon? Geht noch gar nicht, ne? Geht noch gar nicht. Wahrscheinlich brauchen die noch Werkzeuge oder so. So Minecraft-mäßig, ne? Erst mit der Hand gegen den Baum klopfen, bis man dann das erste Material hat. Und dann wird aber hier die dicke Eiche gefällt, ey. So, Nahrungsmittel kommen hier ins Silo rein. Perfekt. Stein wahrscheinlich auch. Wasser läuft automatisch, wird produziert. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn, wo kommen wir denn jetzt zu dem Punkt? Guck mal, das lebt ja, ne? Wir leben ja nicht nur hier auf dem Dino. Wahrscheinlich wissen wir das gar nicht, oder? Wissen wir das, dass wir auf dem Dino leben? Die wissen das doch gar nicht. Wer lebt denn freiwillig auf einem Dino, ey? Aber die Frage ist, was macht der Dino? Und rennt der irgendwann einfach los? Will der irgendwo hin? Das wird ja ein Ding noch, ey. So, also wir haben jede Menge Platz. Haben wir denn ausreichend Wohnraum? Das muss man doch bestimmt irgendwo sehen. Luftfeuchtigkeit normal, Temperatur kalt. Hier, Onbu liegt. Die Giftigkeitsstufe am Boden, keine. Es gibt Gift. Huh. Bevölkerungsuntätig. Hier haben wir Bevölkerung, Nahrung. Okay, vielleicht brauchen wir mehr Leute, die Nahrung pflückt. Mehr Leute, die Nahrung holen. Mehr Leute, die Holz hacken. Ist das the way to go? Mehr Holz. Gucken wir mal, was passiert. Vielleicht auch nochmal nur so gezielt hier die Großen weghacken. Und die Kleinen, die lassen wir nochmal ein bisschen am Leben. Bringt ja nichts hier. Die Großen, die können schon mal umgehackt werden. So. Ne, die hacken hier hinten einfach weiter. Ich dachte, die gehen einfach pennen. Hier steht auch ein bisschen was davor. Mal ein Kissen und mal nicht. Dekoration gesamt. Die können Dekoration haben? Wofür? Das ist ja wild. Und was hat er denn hier? Wait, wait, wait. Was ist hier passiert? Pause. Lager ist voll. 30 Wasser. Ja, was denn jetzt? Kommt das nicht hier rein? Salzwasser? Süßwasser? Weißt du was? Ich baue einfach noch einen Tank. Wer weiß, wie viel Wasser man so braucht? Ich meine, wenn da jetzt so schnell Wasser schon gesammelt wurde, entweder braucht man viel Wasser, aber haben ist doch besser als brauchen. Also, wenn das so eh produziert wird, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Lebensmittel sind noch ein bisschen unausgeglichen. Wir verlieren nach wie vor Lebensmittel. Vielleicht sollte ich hier hinten gleich nochmal irgendwo eine Bärenfarm hinstellen. Ein Haufen Beeren. Oh mein Gott, es läuft. Es Oh, ich kann rauszoomen. Oh mein Gott, ich kann richtig weit rauszoomen. Oh, wie krass. Bergwehr, keine Kundschafter. Nee. Wir können da runter von dem? Siedlungsruinen. Wald, Steinbruch, Bergwerk. Wow. Regenwolken. Wow. Ja, und was ist denn jetzt hier der Plan? Oh mein Gott, es läuft. Er läuft einfach. Onbu wacht auf. Ich hock da gerade vor. Onbu geht.
und wie langsam er geht. Bom. Warten und Onbu Befehle. Oh, Onbu Arzt. Kein Doktor. Onbu Füttern. Was frisst er denn? Ich meine, dem wachsen Steine aus dem Rücken. Was frisst denn der? Ist das abgefahren? Ja. So, dann gibt es hier Steinmetze. Onbu Futter. Guck mal hier. Pflanzt Pilze an und erntet sie. Ich werde das mal machen. Der hat bestimmt irgendwann Hunger. Braucht das eine Special Area? Guck mal, hier sind Pilze. Ein ausgewachsener Pilz. Ja, dann go for it. Onbu Futter. Dann gibt es hier eine Medizin. Erkundung gibt es später auch. Steinmetz und Zimmermann. Pflanzen wir auch mal hier daneben. Fangen wir an hier mit dem Steinmetz. Ich mache das einfach mal hier neben dem Stein direkt. Und einen Zimmermann machen wir aber mal hier oben eher hin. Und dann gibt es hier noch einen Bauernhof. Auch nochmal eine Idee. Der braucht aber dann bestimmt diese Area hier. Ja, das sieht doch auch gut aus. Den lassen wir direkt hier in diesem Bereich. So. Wasserversorgung, alles in der Nähe. Und wir ernten dann aber auch hier gleich direkt alles, was hier noch so im Weg ist. Auch die halbfertigen Bäume, die kommen schon mal alle weg. Die hier auch. Jawohl, gerade noch gewachsen. Perfekt. Perfekt. So. Dann läuft das doch schon hier. Und genauso ernten wir am besten mal hier vorne auch nochmal die Steine weg. Denn die sind auch wieder auf Null. Die Steine hier. Hier wird fleißig gearbeitet. Jawohl. Steinmetz ist ready. Stellt Steinplatten her. Da machen wir aber nochmal eben Minus. Da wollen wir noch keinen Arbeiter drin. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen freie Arbeiter. Genauso wie hier. Freie Arbeiter. Dass wir das nur schon mal haben. Nicht, dass wir das auch nutzen müssen. Auch hier bei den Lebensmitteln immer noch Mangel, ne? Wir kommen immer noch Stück für Stück quasi ins Minus, sind noch nicht wirklich im positiven Bereich. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir vielleicht hier einfach, da machen wir nochmal einen Arbeiter mehr rein. Wir waren bei 200, also ins Minus sollten wir vielleicht nicht unbedingt gehen. So, was macht Onbu? Onbu rennt. Nomaden, eine Gruppe von Nomaden, die nach einem neuen Zuhause sucht. Also mehr Leute. Nicht schlecht. Kommen wir irgendwann hin. Wenn er denn irgendwann mal ankommt. Der Onbu. Cool. Also bis dahin ausreichend Hütten bauen und gucken, dass wir alles haben an Materialien. Hier fehlen Mats, da fehlen Mats. Hauptsächlich fehlt gerade Holz. Bedeutet, wir hacken noch mehr Holz. Und zwar immer nur schön die großen hacken. Und die kleinen, die können dann entspannt nachwachsen, ne? Ich meine, sie wachsen ja auch nach. Ist doch super, ey. Ne, den nicht. Den lassen wir noch am Leben. Jawohl. So. Cool. Aber so sehr chillig auch. Komplett. Schönes, einfach ein schönes, entspanntes Game. Die Frage ist natürlich, bleibt das so? Bleibt das entspannt? Oder kommen wir hier ans Limit? Ich meine, irgendwas wird auch hier bestimmt noch passieren. Gerade wenn man den heilen muss und so, wenn man das schon liest.
Und irgendwas mit Gift stand da auch. Das wird natürlich was. So, hier sind sie fleißig am Ernten. Sehr gut. Ja, perfekt. Also, Nahrungsmittelversorgung scheint hier zu stehen. Zweimal große Mengen Nahrung. Hier hinten wird auch noch fleißig Holz gehackt. Alles hier markiert. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen mal so ein bisschen Vorspulen jetzt hier. Dementsprechend schneller läuft er auch. Und es wird natürlich wieder Nacht. Und wir gucken einfach mal, wie es aussieht hier mit der Nahrung und ob wir hier ein solides und ob wir hier eine solide City aufbauen können mit allem, was wir noch so brauchen. Der fünfte Tag bricht gerade an und jetzt kommt gerade die Meldung. Erwarte deine Entscheidung. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen. Wir nehmen sie auf jeden Fall auf. Plus zwei gesunde Menschen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier neue Dorfbewohner. Sehr, sehr praktisch. Werden jetzt aber auch gleichzeitig natürlich wieder mehr Lebensmittel versorgen. Deswegen baue ich hier jetzt schon die dritte Bärenfarm sozusagen. Und gleichzeitig auch noch hier den Bauernhof. Und jetzt, wo ich den so gebaut habe, ist mir aufgefallen, dass ich hier auch noch in dem Bereich die Bunker gebaut habe. Vielleicht sollten wir das mal direkt wieder abreißen, oder? Abbrechen. So. Und das machen wir lieber noch an einer anderen Stelle weiter, denn hier brauchen die ja Platz. So, Lebensmittelversorgung läuft. Feld hinzufügen. Ach, wat? Nee. Ja, läuft, Alter. Mach fertig hier. Wir machen alles, was geht. Perfekt. Alter, wie sie Spaß haben. Und die verbrauchen jetzt auch Wasser. Und machen Rüben. Sehr schön. Endlich mal Rüben. Gönnt euch die Rüben. Schön rote Beete, Alter. So. Oh, den habe ich hier verkehrt gesetzt schon, ne? Aber das zweite Lager, das brauchen wir schon. Bestimmt können die irgendwann Aufgabenanbau, guck mal hier, die können bestimmt irgendwann auch andere Sachen machen. Bestimmt. Sie benötigen Wasser, das ist gut. Sehr gut, ja, das läuft auch. Das läuft auch. So, jetzt haben wir auch einen Wasserverbrauch. Das ist doch praktisch. Wir haben hier... Jetzt ist natürlich schon die Frage, ob wir bald mehr Wasserproduktion brauchen. So, das Lager, siehst du, jetzt füllt sich hier das Lager. Ich baue mal hier unten dran. Ich brauche nochmal mehr Bärenlager oder Lebensmittellager. Bedeutet, wir bauen mal zwei Lager und zwar direkt in der Nähe. Silo. Und zwar direkt in der Nähe hier von den Bären. Einmal und Silo zweimal. So, direkt nebenan. Sodass dann quasi die Lager eben direkt befüllt werden können. Vielleicht ist auch der Weg dann kürzer. Dann brauchen wir natürlich auch Leute, die jetzt hier wieder passend dazu Holz abernten. Schön hier die großen Bäume. Ich habe gerade den Eindruck, dass wir ein bisschen knapp werden hier mit Bäumen und kaum hinterherkommen. Also sie wachsen schon hinterher, aber meine Produktion gerade von irgendwelchen random Gebäuden ist aber auch insane. Es wird einfach alles hingepflanzt und man grabt sich hier einfach komplett die Natur. Vorher war hier schön Wald, jetzt ist mir mittlerweile alles nur noch abgeholzte Area. So, sie rennen rum und hacken. Sehr gut.
Onbu hat ein neues Biom entdeckt, sagt er. Und ich wollte gerade sagen, es ist schon so grün. Es ist eine ganz neue... Guck mal, der ist einfach hier abgebogen. Warum ist er nicht nach geradeaus gelaufen? Muss man ihm das sagen? Läuft der, wie der will oder was? Ah, vielleicht hat er keinen Bock auf Regenwetter gehabt. Das kann natürlich sein. Onbu Futterstelle. Der Schlingel hat einfach Knast. Der wollte ein bisschen was essen. Da ist natürlich klar. Steinbruch. Dann ist das natürlich klar. Ja, dann rennen wir weiter ein. Sie hacken hier alles um. Holz, Stein. Wir hatten gerade Steinmangel. Das heißt, hier mal eben schnell eine ganze Stein-Area weghacken. Also, wir brauchen dringend Stein. Ich habe noch mal eine ganze Menge mehr Häuser gebaut, denn wir hatten ja neue Nomaden, Neuankömmlinge, die dann natürlich auch ein paar Hütten brauchen. Nahrungsmittel werden auch fleißig gepflückt. Jetzt gehen hier natürlich mit dem Stein dann auch die Silos wieder hoch. Jawohl. Also, das läuft auch. Es wird hier ordentlich geerntet. Rote Beete lübt. Und hier hinten ist jetzt die dritte Erntehütte auch schon hingestellt. Perfekt, auch das läuft. Sie graben hier große Mengen Beeren. Sehr schön. Mir ist gerade noch eingefallen, es gab ja sowas wie Forschung, ne? Wir gucken mal rein. Guck mal da, Alter. Forschungsbäume. Haha. Das ist ja wild. Das ist ja krass. Wir können in die Forschung. Und zwar können wir das Dorf erforschen. Wir können in Richtung Landwirtschaft gehen. Ressourcen. Mistsammler. Alter, ein Mistsammler. Wie gut die Idee. Onmut Apotheke, Onbu. Okay, das ist alles für ihn. Küche. Hornbläser wird benötigt, um Onbu Befehl zu geben. Ui. Wow, jetzt wird's ja mega komplex. Das ist ja krass. Jetzt ist das Schlimmste passiert, was überhaupt hätte passieren können. Ich habe einfach nicht richtig aufgepasst. Ich habe kein Forschungsgebäude gebaut. Wie soll denn da auch geforscht werden ohne Forschungsgebäude? Und es steht hier die ganze Zeit. Jetzt aber schnell. Ich habe sofort erstmal ein paar Arbeiter abgezogen. Es war keiner mehr frei, der überhaupt irgendwas hätte machen können. Sofort ein paar Arbeiter abgezogen hier aus den Bärenfarmen. Zack, zack, zack. Die geben sofort Gas. Und jetzt wird hier geforscht, aber auf höchstem Niveau, Alter. Und mit höchster Priorität. Und ich baue direkt noch ein Forschungsgebäude direkt daneben. Das ist ja nicht ab. Das ist ja der Oberhammer. Ich glaube, ich baue direkt noch eins, oder? Wir bauen direkt noch eins daneben. Wir haben nämlich super viel nachzuholen. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, am Anfang oder so spät erst hier am, was sind wir, Tag 15, 16 herum, so spät erst in die Forschung zu gehen. Das war bestimmt ein großer Fehler. Und hier haben wir schon wieder eine Gruppe von Nomaden. Einige von ihnen sind vergiftet und werden bald sterben. Was? Wir nehmen sie natürlich auf, denn wir haben ja schon einen Medizinmann. Ein Gesunder, zwei Vergiftete. Ja, kommt ran hier. Wo sind die Vergifteten? Pause, Pause, Pause. Guck mal, er hier. Voll der weise Dude. Luciana. Schlechte Nahrungsqualität. Was? Es gibt Rüben? Es gibt Beeren? Voll gut. So, wo sind jetzt die Vergifteten? Hier. Vergiftet. Schwer vergiftet. Hat kein, die haben kein Zuhause und sind schwer vergiftet. Wir bauen mal direkt nochmal zwei Zelte. Schwer vergiftet. Können die direkt hier geheilt werden? Anbau von Kräutern. Kräuter heilt Beschwerden der Dorfbewohner und Onbu. 16 Stück verfügbar. Also, rennt jetzt hier hin. Schwer vergiftet, wie er ist. Und fängt erstmal an zu malochen. Perfekt, so gehört sich das.
Sag mal, können wir die nicht irgendwie heilen? Hier ist es. Es gibt den Dorfarzt. Und auch den habe ich noch nicht erforscht. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Dorfarzt zu bauen. Den machen wir natürlich auch erstmal hier populär. Direkt in der Nähe von den... Komm, dann reißen wir hier die Wissenschaft auch ab. Oder stellen das direkt hier oben drüber. Damit das jetzt alles funktioniert, muss ich tatsächlich von sämtlichen Hütten hier komplett die Arbeiter abziehen. Was passiert jetzt? Wo sind wir hier gelandet? Nee. Kleiner Giftwald. Onbo Gift Level 1%. Müdigkeit 81. Zum Glück bleibt er da nicht einfach stehen und ist müde. Kleiner Giftwald. In beide Richtungen kann er sich hinlegen und schlafen. Er ist müde. Der wird also in beide Richtungen. Eigentlich ist es egal. Theoretisch könnte ich dann entscheiden. Aber ich habe noch keine Möglichkeiten, ihn irgendwie zu steuern. Tag 23. Und wir sind hoffnungslos seinem Willen ausgeliefert. Ja, das Erbauen der Forschung war super essentiell. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also jetzt läuft das hier. Mit dreimal Forschung lübt das auch richtig gut. Dann haben wir jetzt hier den Dorfarzt. Da machen wir allerdings auch nur einen. Das muss reichen. Sehr gut, auch der ist da. Mittlerweile sind auch, glaube ich, alle schon wieder gesund. Was ist das? Pause. Giftpflanze. Fortpflanzung 19. Oh. Oh, warte, ich kann es ernten. Ja, dann ernte ich das doch. Hoffentlich gehen die nicht kaputt dadurch. Giftpflanze. Oh, und da hinten sind noch mehr. Werden die krank dadurch? Nö. Irgendwie nicht. Also bis jetzt. Okay. Oh, hier, 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 hier. Aber es breitet sich bestimmt aus. Und hier hinten auch. Und hier an den Feldern, wo die Lebensmittel sind. Oh, bestimmt, weil wir in dieser Gift-Area waren. Oh je. Oh, das wird ja richtig viel. Auf der ganzen Oberfläche hier. Oh. Oh, das manipuliert ja hart. Das beeinflusst ja super hier unseren Tagesablauf. Und die Arbeiter werden ja quasi gebunden daran, so etwas hier machen zu müssen. Oh, wie schlecht. Oh, da muss ich aber aufpassen. Wenn man in so einem Giftbereich dann ist, dass hier nicht die ganze Area auf einmal kontaminiert wird. Hier auch ganz viel schon. Und es wird ja immer mehr. Und wie schnell. Oh Mann, wie schnell. Kundschafterhütte. Kaktusanbau. Bestätigen. Alter, jetzt läuft die Forschung. Das ist ja richtig gut, ey. Okay, abgeerntet, abgeerntet, abgeerntet. Man braucht einfach immer freie Mitarbeiter für solche Sachen, ne? Ist so. So Springer, Alter. Geh mal dahin, geh mal dahin. Mach mal dies, mach mal das. Perfekt. Mach mal hier sauber. Hier sind giftige Pflanzen. Ist genau dein Job. So ein, wie sagt man? A für A? Ja, so. Eine ganze Gang davon. Guck mal, schon alles wieder sauber. Schon alles wieder sauber und schön. Bestens, ey. Dahinter? Nee, ne? Oh, oh, hier, guck mal, Maisanbau. Lecker Mais. Die gehen aber auch, glaube ich, alle dahin, ne? Da waren auch Wissenschaftler dabei. Die haben alle mitgeholfen, ganz schnell diese Giftpflanzen zu eliminieren. Bevor hier alles kontaminiert wird. Sehr gut, ey. Wow, ich habe das Sägewerk frei. Das ist ja nice. Und das Sägewerk hat tatsächlich nur Platz neben so einem Baum.
Bedeutet also, hier können wir es direkt platzieren. Oder hier. Da haben wir noch gerade eben eine freie Stelle für das Sägewerk. Und die kümmern sich dann hier um diese 200 Ressourcen Holz. Boah, ey. Ob die auch nachspawnen? So, wir haben mittlerweile ein paar neue Nomaden dazu bekommen. Und kommen jetzt gerade hier in eine Area, wo hier steht Kälteeinbruch. Richtige Frost-Area. Also es ist quasi wie Jahreszeiten, aber auf dem sich wandelnden Planeten, also wandernden Planeten. Oh, hier kommt sogar noch schlecht Wetter hinterher. Kurzer Kälteeinbruch, Regenwolken und da vorne gibt es wieder Nahrungsmittel hier für Ombu. Das ist natürlich sehr praktisch. Und ich würde sagen, wir rennen demnächst einfach nochmal ein bisschen weiter hier mit unserem Dorf, mit unserer City auf Ombu. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht hier mit dem Game. Das Ganze ja zurzeit auch noch im Sale auf Steam. Also, wenn ihr Bock habt, einfach rein damit. Gönnt euch das Game. Und wenn ihr denkt, ja Mensch, das wäre doch was für mich, dann schreibt doch mal, warum. Denn vielleicht habe ich auch noch einen Game Key für euch. Das Ganze machen wir dann natürlich begrenzt. Das heißt jetzt quasi in den nächsten Tagen bis einschließlich nächsten Sonntag, also bis zum 30. Juli, kann man dann noch einen Game Key gewinnen. Ich werde das dann verlosen, die Person dann anwispern. Im Idealfall lasst irgendwie einen Kontakt da, damit ich euch irgendwie informieren kann, weil wie soll ich euch sonst das zuschicken? Also, entweder eine E-Mail-Adresse da lassen oder auf dem Discord joinen. Link zum Discord ist ja immer unter den Videos. Und dann gucken wir mal, wenn ihr, wie gesagt, Bock habt auf das Game. Ja, dann gönnt euch, wie gesagt, auf Steam oder mit Glück über einen Game Key einfach mal so verschenkt. Also, dann bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann machen wir hier demnächst nochmal weiter eine Runde in dieser fantastischen Welt. Wahnsinnig entspanntes Game. Super interessantes Game. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.